Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Heute befasse ich mich mit einem Auszug aus dem Film Food Lies, Lebensmittellügen. Das ist ein Dokumentarfilm, in dem weltweit führende Wissenschaftler und Ernährungsexperten zu Wort kommen. Die Fragen sind unter anderem, was sollen wir eigentlich essen? Was hat sich seit den Ernährungsempfehlungen der letzten 60 Jahre verändert oder besser gesagt verschlechtert? Und wie kann man zur Lösung beitragen? Der junge Mann, der diesen Film macht, ist Brian Sanders. Ich werde seine Kontaktdaten verlinken in der Beschreibung. Seine Gäste für diesen Teil des Videos, das wird eine Trilogie, ein Dreiteiler oder ein Vier- oder Fünfteiler, muss ich mal sehen. Die Gäste in diesem Teil des Films sind Dr. Sean Baker, Dr. Paul Saladino und Mark Sisson. Nähere Informationen über diese drei Herren findet ihr in der Beschreibung. Das Thema heute ist Fleisch gesund. Seit 50 Jahren bekommen wir erzählt, dass wir weniger Fleisch essen sollen. Die Gründe sind bekannt. Die Gesprächsrunde in diesem Video, das ich in der Beschreibung verlinke, das Originalvideo, plädiert dafür, nicht weniger, sondern mehr Fleisch zu essen. Die Argumentation, Fleisch war immer Hauptbestandteil der menschlichen Ernährung. Fleisch und andere tierische Produkte wie Fisch, Eier, Insekten, Krebstiere, Weichtiere etc. haben uns zu dem Homo sapiens sapiens gemacht, der wir heute sind. Fleisch ist ein Teil der gesunden Ernährung. Es hat nie ein Volk gegeben, das sich komplett ohne tierische Produkte ernährt hat. Das menschliche Gehirn begann vor ca. 4 Millionen Jahren aufgrund des erhöhten Fleischverzehrs zu wachsen. Ein Vergleich: Australopithecus africanus hatte ein Gehirn von ca. 500 Kubikzentimetern, Homo habilis 800 Kubikzentimeter, Homo erectus 1000 Kubikzentimeter, Homo sapiens neanderthalensis, also der Neandertaler, 1300 Kubikzentimeter und der Posteiszeit Homo sapiens 1500 Kubikzentimeter. Von wann bis wann die alle gelebt haben, findet ihr bei Wikipedia oder überhaupt im Internet. Tierische Produkte sind in puncto Bioverfügbarkeit der pflanzlichen Nahrung klar überlegen. Die Veganer wollen davon nichts wissen und streiten sich gerne über diesen Punkt, aber es lässt sich nicht von der Hand weisen. Und glaubt man der veganen Propaganda, dann enthalten Pflanzen alle erforderlichen Nährstoffe, die man braucht, und man braucht außer Pflanzen demnach nichts zu essen. Aber der Stoffwechselvorgang und die Bioverfügbarkeit sprechen eine andere Sprache. Und bestimmte Nährstoffe gibt es überhaupt nur in tierischen Produkten. Vergleicht man zum Beispiel, um nur ein paar Produkte zu nennen, Erbsen, Erdnüsse, Hafer und Weizen mit Rindfleisch, Hühnerfleisch und Eiern, dann sieht man, dass die Eier ganz oben auf der Liste stehen, gefolgt von Rind- und Hühnerfleisch. Bei den Pflanzen stehen dann die Erbsen an erster Stelle, gefolgt von Erdnüssen und Hafer. Der Weizen ist das Schlusslicht. Und der größte Teil unserer Nahrung besteht aus Weizen. Da sollte man sich auch mal ein paar Gedanken drüber machen, ne? Der Mensch gehört zu den Primaten. Manche Primatenarten ernähren sich seit 25 Millionen Jahren von Früchten und Pflanzen. Die Gehirne dieser Tiere haben sich in dieser Zeit nicht verändert. Durch den Gebrauch von Werkzeugen und Waffen wurde der Mensch vom Aasfresser zum Jäger. Die Größe seines Gehirns hat sich seither verdreifacht. Ansonsten hat sich der Mensch nicht verändert. Und heute will man uns wieder zu Pflanzenessern machen, aber das kann nicht funktionieren. Die vegane Mangelernährung ist der beste Beweis dafür, aber auch die Otto-Normalverbraucher-Durchschnittsmischkost lässt sehr viel zu wünschen übrig.
und hat zu einer Epidemie an Zivilisationskrankheiten aller Art geführt. Wie und wann ist also der Fehler passiert? Die erste landwirtschaftliche Revolution vor 10.000 Jahren war ein Wendepunkt, auf den man sein Augenmerk richten sollte, wenn man verstehen will, was schiefgelaufen ist. Vor dieser Zeit waren die Menschen Jäger und Sammler. Sie lebten in kleinen Gruppen zusammen. Sie waren Nomaden, also nicht sesshaft. Nahrung konnte nicht aufbewahrt werden. Das Jagen von Kleintieren und die Suche nach zurückgelassenem Aas war ein Vollzeitjob. Man musste entweder die Raubtiere verscheuchen oder warten und hoffen, dass sie etwas von ihrer Beute übrig lassen. Eines der frühesten Werkzeuge war eine Art Hammer, mit dem man Knochen zertrümmern konnte, um an das Knochenmark zu kommen. Dann begannen vor 10.000 Jahren Ackerbau und Viehzucht. Das war einerseits gut, weil es eine große Menge an Kalorien verfügbar machte und damit vielen Menschen das Überleben sicherte. Der Mensch konnte sesshaft werden und musste auf der Suche nach Nahrung nicht mehr durch unwirtschaftliche und gefährliche Gegenden von Ort zu Ort streifen. Das Leben wurde leichter. Die Zusammenarbeit der Gemeinschaft brachte mehr Sicherheit auch für die künftigen Generationen. Irgendwann wurde aber die hochwertige Nahrung durch immer billigere Kalorien ersetzt. Die Qualität der Nahrung nahm ab. Und was am Ende dabei herauskam, ist heute überall sichtbar, nämlich Fettleibigkeit und Zivilisationserkrankungen. Jared Diamond schrieb im Jahr 1997 das Buch Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies, zu Deutsch Arm und Reich, die Schicksale menschlicher Gesellschaften. Link siehe Beschreibung. In diesem Buch heißt es: Die Einführung der Landwirtschaft war der schlimmste Fehler der Menschengeschichte. Das ist eine Aussage. Von diesem Zeitpunkt an ging es mit der Gesundheit der Menschen bergab. Verglichen mit Jägern und Sammlern entstanden bei den neuen Landwirten viele Gesundheitsprobleme, verursacht durch Nährstoffmangel und durch den Verzehr falscher Produkte. Der Mensch wurde einen Kopf kleiner und war nicht mehr so widerstandsfähig und leistungsfähig. Infektionskrankheiten nahmen zu, Karies nahm zu, die Fehlstellungen der Zähne nahmen zu. Die Größe des Gehirns reduzierte sich um 200 Kubikzentimeter. Vor 25.000 Jahren hatte die Megafauna, das sind die großen Säugetiere, ein durchschnittliches Gewicht von 500 Kilogramm durchschnittlich pro Tier. Heute sind es im Schnitt 9 Kilo. Uns stehen weniger tierische Kalorien zur Verfügung heute und bei den pflanzlichen Kalorien mangelt es an bioverfügbaren Nährstoffen. Man kann mit ihnen überleben, aber sie sind halt nicht optimal. Während der großen Hungersnot in Irland zwischen 1845 und 1849, die von einer Kartoffelfäule verursacht wurde, dadurch gab es Missernten und die Menschen hatten nicht mehr genug zu essen, überlebten die Menschen mit Schuhleder und Seegras. Gute Nahrung sieht natürlich anders aus, aber der Mensch kann auch mit so etwas überleben. Auch das werde ich in der Beschreibung verlinken. Der Mensch kann sich von vielen Dingen ernähren und am Leben bleiben, aber das bedeutet doch nicht, dass es egal ist, was man isst. Überleben ist eine Sache, gesund bleiben, gedeihen und leistungsfähig sein und bleiben und ein hohes Alter erreichen ist eine andere. Wir haben uns im Laufe der Evolution von den pflanzenfressenden Primaten abgespalten und zu fleischfressenden Wesen der Gattung Homo weiterentwickelt. Glaubt man den Veganern, dann können wir in Farbe sehen, weil dies für früchtefressende Primaten ein Vorteil war. Vor 30 Millionen Jahren mag dies auch der Fall gewesen sein. Und wir haben die Farbsicht beibehalten,
weil es keinen Vorteil gebracht hätte, sie aufzugeben. Das bedeutet aber nicht, dass wir immer noch pflanzenfressende Primaten sind. Oder die Fähigkeit des Menschen, zielsicher zu werfen, zum Beispiel, diente gewiss nicht dazu, mit einem Stein Früchte von einem Baum zu holen. Es gibt Nahrung, die das Überleben sichert und Nahrung, mit der wir gesund und leistungsfähig bleiben. Und den Unterschied macht die Nährstoffdichte. Und was die betrifft, sind tierische Produkte klar im Vorteil. So, das ist jetzt kurz. Es ist der erste Teil meiner Trilogie. Oder vielleicht werden es auch mehr Teile als drei. Die Fortsetzung folgt. Ich wünsche euch einen guten restlichen Sonntag. Ich freue mich darauf, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Sag euch Tschüss und bis bald.